Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fall Rising. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Ja, ich will auch noch was sagen. Ja, sagt doch. Herzlich willkommen. Habt ihr euer Blut mitgebracht? Ja, Ja, komm, lass sein. Ich will jetzt hier spielen. ich auch. Ja, auf jeden Fall freut es mich, dass ihr da seid. Dieses kleine Etwas, was mich den ganzen Tag nur stört, soll jetzt endlich mal ruhig sein. Ich bin aber ruhig. Ey, komm, lass mich bauen, Mann. Was wollte ich bauen? Ich wollte ein Sägewerk bauen. Sägewerk, Sägewerk. So, hier liegt aber noch eine ganze Menge rum. Also, ich habe das Schwert, ich habe die Axt und ich habe die Keule. Hau mal ein bisschen die Sachen weg. Ich brauche Platz. Warum ist das so ein komischer roter Schimmer? Ist das Blut oder so? Nein, nicht zum Schlafen halten. Oh Gottes Willen, komm. Kommt da Knochen rein? Kann man mit STRG und V irgendwie. Ja. Ey, das sieht echt cool aus. Ah, alles klar. Also hier kannst du umschalten. Das ist sehr gut. Ich muss mich erstmal wieder ein paar Tage an die Steuerung gewöhnen. Ah, guck an, da ist die Blutrose. Ich habe schon ein paar Tage nicht gespielt und jo, da will ich jetzt heute ein bisschen das Schloss ausbauen. Ich will die ganzen Sachen ein bisschen kennenlernen. Auch. Vor allem dich. Sei ruhig. Du brauchst hier nichts zu melden. Menschenskinder. Ich bin kein Kind. Ich bin dein zweites Ich. So. Geht es nicht weg? Da muss doch irgendwann mal die Mauer weg sein, oder? Die Mauer ist weg, wenn du schläfst, du Trottel. Ich sag nicht zu mir, Trottel, ja? Du bist dabei. Ein Spieltrottel. Ding geht's gerade wieder die ganze Zeit durch, ey. Brauchen auf jeden Fall ein bisschen Material. Eine gute Animation vom Baumfällen hier. Baumfall-Simulator, oder wie? Gucken, ob wir das schon bauen können, dieses Sägewerk. Baut man das? Ein B-War-Baumenü, ja? Juhu, Baby. Beleuchtung äußeres Produktion. Sägewerk braucht man noch Holz. Okay. Lass uns das schon schnell machen. Das ganze Zeug zusammen, oder? Ja. Für das Sägewerk haben wir das Holz. Wo fällt mir das hin? Ich hätte gesagt, so in den äußeren Bereich, oder? Weil es ist da vorne schon ziemlich vollgestopft, ey. Ach so, das geht nur, wenn du hier die Sachen nach innen verlagerst. Alles klar. Also musst du praktisch erst. Wo ist denn das jetzt? Von den Grundlagen die Grenze bauen? Alles klar. Weil ich möchte schon, dass das Sägewerk eher nach außen kommt. Gehen dann die Bäume auch weg? Ich habe keine Ahnung. Warum jetzt das Sägewerk hin? So. Das Sägewerk haben wir schon mal. Hey, was kommt da? Ach, das bist ja nur du. Geh weg. Wie mache ich denn das jetzt? Muss ich da Holz? Kann man das irgendwie splitten oder so? Und dann kann ich das Holz bauen, oder? Wow, uiuiui.
Bist du verrückt oder was? Ich sag ja, ich muss erst wieder reinkommen. So, nehmen wir dir gleich mal das Blut wieder weg. Das ist schon eine geile Animation. Aber dass die das so schnell nachspawnen, ist ein bisschen krass, oder? Du hast mich auch schon entdeckt. Warum geht denn das Leben von dem Viech nicht runter? Weil das Leben nicht angestopft ist. Hey, du sagst mir nicht, was ich tun lassen soll, ja? Komm mal her, raus aus meinem Haus. Ich muss erst wieder mit der Steuerung starten. Super duper. Ja, ich habe eher gedacht, man hat dann Ruhe vor diesen Viechern, wenn man hier sein Schloss aufstellt, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Oh, das würde ich so feiern, wenn das mal in der Ego-Perspektive kommt. Das wäre geil. Aber ein bisschen Sägeholz und so. Ich wollte nur ein bisschen bauen. Jetzt das Zeug reinlegen. Was? Kein Strom? Gib Essenz in das Schlossherz. Okay. Was ist denn die Essenz? Das ist die Nebenfeuerschale. Schlossherz. Baue und interagiere mit einem einfachen Werkbank. Weißt du, was für eine einfache Werkbank das ist? Ja, eine ganz einfache Werkbank. War sehr einfach. Wenn das mal so leicht wäre. Ist leicht. Du musst nur Bretter machen. Ja toll, und wie soll ich den Strom herkriegen? Ich baue dir einfach das Zeug, was du machen musst. Es ist da schon wieder ein Wolf. Glaubst du nicht? So, krieg doch mal das ganze Zeug. Armer Wolf. Das sind eigentlich schöne Geschöpfe. Ach ja, was will ich machen? Aber wo war ich stehen geblieben? Das habe ich. Das Ungeziefer-Nest, alles klar. Also, das sind ja noch einige Sachen. Äußeres? Nee, Beleuchtung? Brauche ich keine Grundlagen. Bisschen Zeit haben wir noch, bis die Sonne aufgeht. Ja, aber das habe ich doch aufgebaut. Was muss ich da reinmachen? Was? Wie? Schloss verfällt. Haltbarkeit der Burg? Junge. Also ist das dann dein Strom? Das reicht für 2 Stunden. Okay. Krass. Und jetzt sägt mir das Ganze um. Ey, das ist so geil, ey. Da brauchst du nur Holz reinhauen. Das ist cool. Das finde ich geil. Ja, guck an, schon die ersten Bretter. Cool. Und Nummer 2. Was ist das? Sägespäne. Ey, das ist geiles Spiel, ey. Muss ich sagen.
Das ist echt ein geiles Spiel. Und ich soll eine Werkbank dann bauen, wenn, sobald ich die Bretter habe. Werkbank und Bretter. Okay, also 8 Bretter brauche ich, den Rest habe ich eigentlich bei mir im Mann. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Holz da reinhauen. Nein, nein, nein. Oh, super. Jetzt hat er die Blutgruppe geändert. So eine Eule. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Sonne aufgeht. Also musst du immer im Prinzip gucken, dass du die Energie reintust. Da kannst du eigentlich alles machen, was du brauchst. Ich glaube, das war diese Blutrose. Oder? Das sind die Pflanzenfasern. Ja, wir müssen. Aber freue mich mal später noch ein bisschen auf. Aber das ist eine geile Mechanik. Finde ich auch. Könnte hier auch alles so automatisch laufen. Ja, Entschuldigung, aber ich muss noch die Sachen tipseln, weißt du? Oh, Schweiß. Ich bin ja da, um da aufzupassen, dass du auch alles richtig machst. Ja, ja. Und da liegt noch Tierhaut, das nehme ich mit. Servus. Oh, oh. Alles klar. Weg gleich ausbiegen. Gewusst. Oh, mal aktivieren hier. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Ich habe keinen Schatten mehr. Scheiße! Depp, du hast nichts aufgebaut. Jetzt verkohle ich hier. Naja. Oh Mann. Wahnsinn. Habe ich die 8 Bretter? Oh yep. Oh, da können wir uns das wenigstens schon mal aufbauen. Ich habe das mit dem Nebel schon aktiviert, gell? Ja. Aber der hat nicht viel Holz drin. Holz. Knochen. Alles klar. Boah, das hat mich aber gut gekillt. Oh, kann ich die Werkbank bauen? Ah, hier kann ich die Werkbank bauen. Alles klar. Kann ich jetzt irgendwie drehen? Ja, so. Ah, das wird eher so das Handwerker-Ding hier. Dodele. Ah, ich kann da meine Ausrüstungsstufe erhöhen. Das ist schon mal sehr gut. Und du kannst du stärkere Ausrüstung herstellen. Okay. Gib mir mal sowas. Ich bin ja aktuell noch im Schatten. Das ist eine schöne Werkbank. Cool. Die kommt jetzt hier drauf. Perfekt. Machen wir auch gleich die Hose. Du bist aber schnell fertig. Wow. Was kann ich als nächstes machen? Also ich brauche noch 3 Punkte. Und dann geht es. Kann ich da schon was mit dem Arm machen? So. Machen wir mal Knochenschutzstiefel. Die Hand da. Ah, okay, das setzt sich automatisch ein. Das ist auch cool. Machen mal den. Was kann ich da noch machen? Gibt es da irgendwie was für den Kopf? Jedes Mal, wenn ich dieses Getippel höre, muss ich an den Wolfenfreund denken. Okay, also einmal muss ich noch was bauen. Okay. Kann ich
da irgendwas noch machen? Nachtschratweste. Okay. Ich kann da nichts mehr machen. Anscheinend. Komisch. Geht da nichts mehr. Und das mit dem Strom, das läuft ja. Ich muss doch nur noch eins bauen. Ja, such danach. Ich will hier nicht lange im Inventar rumlungern hier. Ja, wenn das mal so einfach wäre. Grabstaub. Okay. Ich bräuchte noch eine irgendwas Kupfer. Am besten diese komische Rose. Aber die habe ich gerade nicht. Dann such danach. Musst es finden. Manchmal nervst du mich. Ja, aber dafür will ich auch bezahlen. Ich will das Brot haben. Gib mir das Blut ein, aber Abonnent. Das ist ohne Nervensäge, Mann. Ja, ich weiß. Zieh dich zurück. Geh am besten rein in die Sonne oder sowas. Nö, nö, nö. Komm. Was heißt da? Ah. Steinziegel sind runtergefallen, das nenne ich doch mal gut. Ich kann mir erst dieses Ding bauen, wenn ich diese Steinrosen erfunden habe. Eieiei. Lass mich aufpassen. Ich sorg dir in sein Blut aus, was denkst du? Jo. Lecker, Knochen, Tierhaut, Fleisch und Blut. Lecker, lecker. Sollen wir lieber mal nach dieser komischen Rose? Ich brauche das Zeug. Ah, ich brenne. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo es ist. Wir müssen nach dieser Blutrose gucken. Nur mit der Blutrose können wir diesen Ring bauen. Okay, jetzt ist der Mond aufgegangen. Jetzt können wir uns ein bisschen entspannen. Vielleicht finden wir diese komische Pflanze. Ist das vielleicht? Nee. Ey, wenn ich das manchmal wüsste. Blutrose. Also so ein bisschen hätte man das einbauen können, dass das Ding mit Steuerung ein bisschen schneller läuft. Hätte ich mir echt gewünscht. Oh, hui, 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 hui. Boah. Du. Hey, du kotzende Beule, du. Was ist denn das? Ist das vielleicht jetzt eine Pflanze oder was? Wo ist denn das Ding jetzt hingelaufen? Wow. Ei, ei, ei. Junge, Junge, was ist das? Sage mal, bin ich dich platt? Okay, da scheint nochmal so ein Zeugs zu kommen hier. Bin doch eigentlich nur noch auf der Suche nach diesem komischen Ding, ey. Was tipselt oder so? Alter, echt jetzt? Meine Angriffsstufe ist zu niedrig. Glaubst du nicht? Was liegt denn hier rum? Wow, wow. Was macht er?
Alter, ist das eine geile Mechanik. Oha. Das ist anscheinend so eine Bossfigur. Hau ab, hau ab, hau ab. Du machst doch nicht viel Schaden. Oh, Junge. Ey, du Tipselbart, geh weg. Ja, hau ab, hau ab. Mal gucken, wie viel Schaden der macht hier. Junge, sieht das geil aus. Dem seine Mechanik ist ja sowas von einfach. Oh, du musst ja nur um den Kreis rennen. Ah, Hilfe! Junge, was ist das denn? Der hat mich fast tot gehauen. Zisch ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh, ich will abhauen, aber ich komme hier nicht weg. Der hat ja alles kaputt gemacht, ey. Junge, Junge. Jetzt sind auch noch Wölfe an meiner Backe. Was ist das? Alter, ich will doch nur so ein paar Rosen haben. Hau ab, ich will doch nur eine Blutrose. Lalala. Jetzt drücke ich alles hinter mir her. Okay, die sind also abgelenkt von meinem Schatten. Oh Mann. Ich würde euch einfach empfehlen, abzuhauen. Wieder auf. Und ich habe ja eine Blutrose für die Werkbank gebraucht, gell? Und ein Brett. Nee, das war nicht die Werkbank, das war das Kupferband. Ich höre da was, was ich gar nicht gerne höre. Okay. Wo ist der hin? Der ist bestimmt auf der Jagd. Da drüben ist er. Der verliert Leben wegen dem Mensch da. Beanspruchen wir mal den Blutaltar. Alter, was jagst du hier in meinem Revier, du Eule, du? So. Es deinen Freunden sagen. Sieht aus wie ein Schweineverbot. Alles klar. Oh, sehr gut, sehr gut. Blutaltar soll ich bauen. Okay. Und den bauen wir noch. Wo bauen wir den hin? Besten hier rüber, oder? Mit Q war das, gell? Kann man drehen. Sehr gut. Und was kann man mit diesem Blutaltar machen? Ah, okay. Jagemächtige Frau Blutträger und trinke ihr Blut, um ihre Macht und ihr Wissen für dich zu beanspruchen. Kannst du dann Alpha Wolf anscheinend holen. Ah, okay, den kannst du dann. Das geht ja ab, ey. Da gibt es ja einige Sachen, was du machen kannst. Alpha Wolf. Schick.
Entdecke Wissen und neue Kräfte, indem du das Blut eines Baublutträgers trinkst. Und danach wird der Forschungstisch freigeschaltet. Wow. Ich muss sagen, ist sehr gut. Habe ich wieder ein bisschen Zeugs dabei? Ja. Ah, ein bisschen Blutessenz ist da drin. Kann ich das? 7. Okay. Ja, das soll ja schon ein bisschen hochticken. Ich möchte ja nicht wieder sterben. Ein bisschen Pflanzenfaser. Sehr gut. Ich würde sagen, wir bauen ein bisschen das Schloss aus. Das haben wir uns verdient. Aber was kann man eigentlich noch so in den Berg bauen? Säge, die ist ja abgeschalten. Kupferkeule. Brauche ich Kupferbarren. Kupferbarren? Warte mal. Gibt es da eine Schmiede? Nee, ja. Schmelzung. Was? Brauche ich auch Kupfererz? Oh ja. Kupfererz, Kupfererz. Da muss ich mal gucken. Tiefer in den Schloss zu locken. Also von den nächsten Knochen mache ich mir dieses Ungeziefer-Nest. Das könnte ganz interessant werden. Dominanz, Blutalter haben wir. Eine Lockbox. Cool. Finde ich echt schick. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Kann ich das nicht mehr hinbauen? Hey. Oh Gott. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Ich will doch eine Palisade aufbauen. Geht es jetzt da nicht hin, oder? Komisch. Wo bin ich jetzt mit meiner Maus wieder gelandet? Da landest du dauernd aus dem Bildschirm hier raus, wenn du die Sachen aufnimmst. Warum geht denn das nicht? Ich habe kein Sägeholz. Stattdessen macht der Palisaden Zäune. Oh, Junge, Junge. Es wird Zeit, dass wir für heute Schluss machen. Ich merke schon, ich muss Holz sammeln für die nächste Runde. Auf Wiedersehen. Ey, eigentlich wäre ich zuerst gewesen, ja? Mir egal. Euer Blut ist beim nächsten Mal meins. Habt einen schönen Tag, ich trete durch. Juhu. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und bis zur nächsten Folge.